Was machst denn du da? Ich? Ich ordne mir ein Bahnticket. Willst du in Urlaub fahren oder was? Nein. Ich will mal nach Dresden fahren. Da ist doch immer diese Pegida-Demo. Was willst du denn bei diesen Islamisten? Pegida sind doch keine Islamisten. Na klar, da steht doch schon im Namen drin. Mann, du hast aber wieder überhaupt keine Ahnung. Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Das heißt Pegida. Das sag ich doch, Islamisierung des Abendlandes. Und dann gibt's in Leipzig noch die Legida, in Magdeburg die Magida und in Thüringen die Sügida. Ja, ist richtig. Und die sind alle gegen die Islamisierung. Ja, das denkst du. Du bist ja genau wie die. Ich sag nur Sügida in Thüringen zum Beispiel. Das sagt mir schon wieder alles. Die haben immer noch nicht gemerkt, dass die Grenzen offen sind. Süden ist jetzt Bayern. Ja, okay. Das könnte man geografisch so sehen. Aber es geht doch ums Prinzip. Prinzip ist doch bei denen schon alles viel zu spät. Die Islamisierung ist bereits abgeschlossen. Was? Wie kommst du denn da drauf? Na, dann sag mir doch mal, wo ist denn dein Abendland? Das ist hier ist das. Also, oder besser gesagt, das westliche Europa. Das ist das Abendland. Siehst du? Voll islamisiert. Also ich wohne nach wie vor in Deutschland. Wenn du jetzt im Abendland lebst, dann gute Nacht. Aber die Bewegung zeigt doch trotzdem, dass irgendwas faul ist im Staat Dänemark. Deutschland. Ach, auch schon gemerkt? Mhm. Aber die Bundesregierung kommt den Forderungen der Pegida jetzt deutlich entgegen. Ehrlich? Habe ich noch gar nicht gehört. Ich stand ja auch schon auf Facebook. Was wollen sie machen? In Dresden gibt es 3 Moslems. Aha. Die ziehen nach Berlin um. Ja. Und Dresden kriegt jetzt nur noch christliche Migranten. Das ist doch die Lösung, ne? Zuerst mal 50.000 Rumänen. Oh, ja.